Hey Leute, Crimex hier, was geht, Paul Berger? Wir werden heute gemeinsam auf 10 gruselige und wahre Geschichten hinter Disney-Filmen reagieren. Ich bin sehr gespannt, Leute. Lasst gerne ein Like und ein Abo da. Ich schaue sehr gerne Disney-Filme. Ich hoffe, ihr auch, Leute. Und ich würde sagen, Abfahrt mit dem Video. Wahrscheinlich liebt jeder Disney-Filme. Ja, aber Disney-Filme sind geil. Aber wusstest du, dass die wahren Geschichten hinter einigen Disney-Filmen ganz anders und viel düsterer sind? Diese Geschichten waren ursprünglich nicht unbedingt für Kinder gedacht. Also hat Disney die Geschichten kinderfreundlicher gestaltet. Das wusste ich jetzt auch nicht. Wenn du die wahren Geschichten hinter den Disney-Filmen lieber nicht wissen möchtest, solltest du dir dieses Video auch lieber nicht ansehen. Ich will's wissen. Kanal? Dann vergiss nicht, uns zu abonnieren und aktiviere die Benachrichtigungsglocke. Bevor wir anfangen, gib einen Daumen hoch. Okay, let's go. Immer schön liken, abonnieren. Das Video, worauf wir reagieren, auch in der Videobeschreibung. Ist ein amerikanischer Zeichentrickfilm aus dem Jahr 1989. Ariel, kennt man doch. Der Film basiert auf dem gleichnamigen Märchen von Hans Christian Andersen aus dem Jahr 1836. Die Geschichte handelt von einer jungen Meerjungfrau namens Ariel, die davon träumte, der Menschenwelt an Land. Hans Christian Andersen, war das ein Deutscher? Zu leben. Um Beine zu bekommen, muss Ariel innerhalb weniger Tage ihre Stimme an eine Meerhexe abgeben und Prinz Erik einen Kuss geben. Gelingt dies nicht, wird die Hexe Ursula sie wieder in eine Meerjungfrau verwandeln. In der wahren Geschichte muss Ariel ihre Zunge gegen ein paar Beine eintauschen, wodurch sie auch ihre schöne Stimme verliert. Die Hexe gibt ihr einen Zaubertrank und bei jedem Schritt hat sie das Gefühl, auf Glasscherben zu laufen. Sehr schmerzhaft. Weil Ariel nicht sprechen kann, heiratet der Prinz in der Geschichte eine andere. Und das gefällt Ariel überhaupt nicht. Also beschließt sie, zurück ins Meer zu gehen, wo sie sich in eine Art Meeresschaum verwandelt. Nummer 9. Okay. Weird Story, Bro. Rapunzel ist ein Animationsfilm aus Amerika aus dem Jahr 2010. Auch cooler Film. Der Film basiert auf dem gleichnamigen Märchen der Gebrüder Grimm aus dem Jahr 1812. Ich bin auch, als jetzt im Dubai-Urlaub war, auf dem Flug dahin, da kann man ja immer so Filme gucken und so. Ich habe auch nur Kinderfilme geschaut. Ich habe Incredibles 2 geschaut und alles steht Kopf. Ich weiß nicht, irgendwie feiere ich das. Geschichte handelt von einer Prinzessin mit langen, magischen Haaren, die aus einem Turm fliehen will, in dem Mutter Gothel sie gefangen hält. Rapunzel darf den Turm nicht verlassen, weil die Welt draußen schlecht und gefährlich ist und die Menschen ihre magischen Heilkräfte missbrauchen würden. Irgendwann kommt ein Prinz namens Flynn vorbei. Es gelingt ihm, durch Rapunzels Haare zu klettern und gemeinsam kehren sie zum Schloss zurück, um zu heiraten. In der wahren Geschichte entdeckt Mutter Gothel die geheime Beziehung zwischen den beiden und schneidet Rapunzel die Haare ab. Ach. Sie stößt den Prinzen aus dem Turm, der mit dem Gesicht voran in einen dornigen Busch fällt. Er läuft tagelang geblendet durch den Wald, aber Rapunzel gelingt es, aus dem Turm zu entkommen, Oha. Um den Prinzen wiederzusehen und seine Augen... Diese alten, ursprünglichen Märchen, die sind immer voll brutal so. ...um zu heilen. Die Mutter voll die Nummer Böse. Nummer 8. Schneewittchen und die sieben Zwerge ist ein amerikanischer Zeichentrickfilm aus dem Jahr 1937. Der Film basiert auf dem gleichnamigen Märchen der Gebrüder Grimm. Die Geschichte handelt vom Leben von Schneewittchen und ihrer eifersüchtigen Stiefmutter, die ihrem Jäger befiehlt, die Prinzessin in den Wald zu bringen und sie zu töten. Der Jäger befreit sie jedoch und sie landet bei einigen Tieren, die sie in das Haus der sieben Zwerge bringen. Später erfährt die Stiefmutter, dass Schneewittchen noch am Leben ist. Sie verkleidet sich und lässt Schneewittchen in einen vergifteten Apfel beißen. Schließlich kommt ein Prinz und küsst Schneewittchen ins Leben zurück und sie leben glücklich bis an ihr Lebensende. In der wahren Geschichte ist Schneewittchen noch viel rachsüchtiger. Sie lädt ihre Stiefmutter zur Hochzeit des Prinzen ein. Dort schenkt sie ihr ein paar heiße Eisenschuhe und zwingt sie zu tanzen, bis sie tot umfällt. Alter, was ist bei diesen Märchen damals los gewesen? Immer so voll das brutale Ende. Hä? Der Glöckner von Notre Dame ist ein Zeichentrickfilm aus dem Jahr 1996. Der Film basiert auf dem gleichnamigen Buch von Victor Hugo aus dem Jahr 1831. Die Geschichte handelt von Quasimodo, der sich in ein Zigeunermädchen namens Esmeralda verliebt. Oha, das darf man aber nicht sagen hier, weiße Eule. Na, das Zigeuner darf man doch heutzutage nicht mehr sagen. Ich weiß nicht, was sagt man stattdessen? Ich weiß nur, dass man das nicht mehr sagen darf. Es gibt jedoch noch eine weitere Figur im Film, Frollo, der ein böser Priester ist und sich ebenfalls in das gleiche Mädchen verliebt. Am Ende des Films stößt Quasimodo Frollo vom Dach der Kathedrale. Esmeralda wird verurteilt und soll gehängt werden. Darüber lacht Frollo. Quasimodo wirft ihn trotzdem von der Kathedrale. Aber in der Geschichte geht er zu Esmeraldas Grab und weigert sich, es zu verlassen. So verhungert er schließlich dort. Der Unterschied ist, dass es im Disney-Film ein Happy End gibt, in der Originalgeschichte aber nicht. Alter. Nummer 6. Pocahontas ist ein amerikanischer Zeichentrickfilm aus dem Jahr 1995. Kennt man auch. Der Film basiert auf wahren Begebenheiten über eine Indianerprinzessin und den Entdecker John Smith. Ein englisches Schiff kommt nach Nordamerika, um eine Kolonie zu gründen und nach Gold zu suchen. Als die Engländer ankommen, um Pocahontas Heimatland zu kolonisieren, verliebt sie sich in den englischen Entdecker John Smith. Die eigentliche Geschichte handelt von Pocahontas, deren richtiger Name Matoaka ist,
den sie von ihrem Vater erhalten hat und der freches Mädchen bedeutet. Pocahontas war zwischen 10 und 17 Jahre alt und noch ein Kind, als sie John Smith traf. Als wichtige Nahrungsmittellieferantin und Informantin der Kolonie hatte sie Kontakt zu den Engländern. Sie wurde schließlich von den Kolonisten festgehalten und soll einen von ihnen geheiratet haben. Die Geschichte erzählt, dass sie schließlich durch eine unbekannte Ursache ihr Leben verlor. Okay. Nummer 5. Okay. Das Dschungelbuch ist ein amerikanischer Zeichentrickfilm aus dem Jahr 1967. Der Film ist inspiriert von dem... 1967, so alt ist Dschungelbuch? Also die OG, die alte Version? Krass, hab ich schon. Gleichnamigen Buch von Rudyard Kipling aus dem Jahr 1894. Die Geschichte spielt im Dschungel von Indien. Eines Tages wird das Menschenbaby Mowgli in einem verlassenen Korb von einem schwarzen Panther namens Bagheera gefunden. Mowgli wird von Wölfen adoptiert und aufgezogen, doch eines Tages kehrt der Tiger Shere Khan in den Dschungel zurück. Shere Khan hasst die Menschen und will Mowgli schließlich töten. Baloo der Bär und Bagheera helfen dies zu verhindern und Mowgli trifft ein Mädchen aus einem Dorf und verabschiedet sich von den Tieren. Die eigentliche Geschichte ist viel düsterer. Mowgli erfährt, dass seine Eltern von Dorfbewohnern gefangen genommen wurden. Er tötet den Tiger Shere Khan und löscht dann das ganze Dorf aus. Die Dorfbewohner glauben, dass Mowgli... Was ist das für eine Kinderstory, was man denen damals erzählt hat? Einfach so, ja, der hat dann einfach jeden umgebracht. Mowgli einen bösen Geist hat. Und Ende gut, alles gut. Jetzt schlaf gut. Gute Nacht. Und in so, der Geschichte muss er schließlich fliehen. Nummer 4. Mulan ist ein amerikanischer Zeichentrickfilm aus dem Jahr 1998, der sich leicht an der chinesischen Legende von Hua Mulan... Voll viele dieser Filme, die kenne ich noch so aus meiner Kindheit. Die sind alle, also ich bin 1997 geboren, die sind alle so... um diesen Zeitraum so, das sind so die OG. Kennt ihr das heutzutage noch? Ich weiß, ich habe viele jüngere Zuschauer. Wahrscheinlich nicht, oder? So, das waren noch, die waren nicht so animiert damals und so, das waren noch so gezeichnete Disney-Filme. Die Geschichte handelt von einer jungen Frau namens Herkules Mulan, und so, das war alles Kriegerin so dieser Grafikstil. Und sich dazu als Mann verkleiden muss. Dank Mulan gelingt es General Li Shang, die Gegner zu besiegen. General Li Shang entdeckt jedoch ihr Geheimnis, verschont aber ihr Leben. Am Ende kehrt Mulan zu ihrer Familie zurück. Die wahre Geschichte hat jedoch ein tragisches Ende. Hua Mulan kehrt in eine zerrüttete Familie. Lass mich raten, sie bringt auch einfach jeden wieder um in der originalen Geschichte. Zurück. Ihr Vater ist schon lange tot und ihre Mutter ist mit einem anderen verheiratet. Sie wird in den Palast berufen, um eine der vielen Ehefrauen des Kaisers zu werden. Das will sie nicht und beendet ihr Leben. Ach, okay. Sie hat diesmal Nummer 3. Sich selbst umgebracht. Pinocchio ist ein amerikanischer Zeichentrickfilm aus dem Jahr 1940. Der Film basiert auf dem gleichnamigen Buch von Carlo Collodi aus dem Jahr 1883. Die Geschichte handelt von dem Spielzeugmacher Geppetto, der eine Holzpuppe herstellt, die er Pinocchio nennt. Bevor er zu Bett geht, wünscht er sich, dass seine Schöpfung ein echter Junge wird. In dieser Nacht besucht ihn eine Fee und erweckt ihn zum Leben. Aber Pinocchio muss gute Taten vollbringen, um ein echter Junge zu werden. Unter anderem versuchten Pinocchio und Gemini, die Grille Geppetto aus dem Bauch eines Wals zu retten. Pinocchio überlebt dieses Abenteuer nicht, wird aber zur Belohnung von der Fee zu Hause wieder zum Leben erweckt, diesmal aber als echter Junge. Die wahre Geschichte ist viel düsterer. Pinocchio tötet Gemini, die Grille, mit einem Hammer und im Laufe der Geschichte muss Pinocchio böse Dinge tun und wird dafür hart bestraft. Der Autor wollte auch Pinocchios Leben beenden, aber die Fans bestanden darauf, dass Pinocchio am Leben bleiben sollte. Das sieht richtig gruselig alles aus. Bleiben sollte. Dies geschah, aber Pinocchio blieb in der Geschichte eine böse Puppe. Okay. Nummer 2. Cinderella ist ein amerikanischer Zeichentrickfilm aus dem Jahr 1950. Kennt man auch. Der Film basiert auf dem gleichnamigen Märchen von Charles Perrault. Die Geschichte handelt von Cinderellas Vater, der eine Frau heiratet, weil er Cinderella eine neue Mutter schenken wollte. Als der Vater stirbt, entpuppt sich die Stiefmutter als eine sehr gemeine und eifersüchtige Frau. Im Königspalast will der König, dass sein Sohn... Irgendwie ist in solchen Disney-Dingern ist auch immer so, die Stiefmutter ist irgendwie immer die Böse. ...und jemanden heiratet. Die Stiefmutter lässt Aschenputtel nicht auf den Ball gehen, damit sie eine Chance hat. Aber ihre beiden bösen Töchter dürfen hingehen. Dank einer guten Fee kann Wenn man jetzt so viele Disney-Filme als Kind geschaut hat, da kann man ja schon gar nicht irgendwas Gutes erwarten, wenn der Vater mit einer Stiefmutter ankommt. Das trotzdem kann zum Ball gehen, kann wo sie gelingt, die Aufmerksamkeit des Prinzen zu erregen. Sie verliert zwar ihren Kartoffel, aber der Film endet mit einer Hochzeit. In der echten Geschichte der Gebrüder Grimm aus dem Jahr 1819 passten die beiden Töchter nicht in die Pantoffeln und eine von ihnen schnitt sich die Füße ab, damit die Pantoffeln passten. In dem Märchen gab es auch Tauben, die dem Prinzen das Blut zeigten, woraufhin die Tauben auch die Augen der beiden Töchter ausstarben. Alter! Die wahre Geschichte ist also düster, aber Aschenputtel heiratet den Prinzen am Ende in der Geschichte. Echt brutal, diese OG-Märchen, die sind echt brutal. Nummer 1. Kannst du keinen Peter erzählen. Pan ist ein amerikanischer Zeichentrickfilm aus dem Jahr 1953.
Der Film basiert auf einem Theaterstück aus dem Jahr 1904 des schottischen Autors J.M. Barrie. Die Geschichte handelt von einer Familie namens George und Mary van Dalen und ihren drei Kindern. Als George und Mary zu einer Party gehen, erscheint Peter Pan in einem Schlafzimmer mit der Elfe Tinkerbell und die drei Kinder wollen unbedingt mit Peter Pan ins Land der Fantasie gehen. Er bringt ihnen das Fliegen bei, doch auf der Insel werden sie von Kapitän Hook angegriffen und erleben noch Captain viele Hook. Weitere aufregende Abenteuer mit Peter Pan, Tinkerbell und den klugen Jungen. In der wahren Geschichte ist Peter Pan kein guter, sondern ein böser Mensch. Er tötet die klugen Jungen, weil sie zu alt werden, und wenn jemand gegen die Regel des Erwachsenwerdens im Fantasieland verstößt, lässt er ihn abnehmen. Welche wahre Geschichte aus den Disney-Filmen hat dich am meisten überrascht? Lasst es uns. Weird. Ja, Leute, also viele der Märchen sind ursprünglich etwas düsterer, haben wir heute gelernt. Ja. Lasst gerne ein Like und ein Abo da, checkt Weiße Eule aus, und dann würde ich sagen, bis dahin, haut rein, Leute, euer Grammix. Tschüss.